Da geht's schon heiß her und das ein oder andere Höschen wird vielleicht nicht ganz so trocken bleiben, hör mal. Bestimmt ist hier Heinz-Peter, der das Video gerade schaut, auch ein King in sowas. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich hoffe, euch ist nicht allzu langweilig und wenn doch, Mama Loops ist am Stizzle. Ich habe vor 2, 3 Tagen in der Instagram-Story gesagt, welche Serien ich gerade zu Ende geguckt habe. Also gerade in diesem Zeitraum, nicht generell, weil generell habe ich, glaube ich, einige geschaut. Und habe dann so gefragt, yo, und was kann ich jetzt gucken? So einen auf den. Und ich habe, das war gar nicht so eine richtig ernst gemeinte Frage, aber ich habe einfach, oh mein Gott, Leute, ich bekomme bis heute noch DMs. Du hast doch gesagt, Serie hier, das und das und das und das. Und da waren super viele dabei, die ich nicht kannte. Aber ich glaube, ich kenne vielleicht auch welche, die ihr nicht kennt. Ich habe ja schon mal ein Netflix-Serien-Video gemacht. Und ich würde einfach sagen, das hier ist Teil 2. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob ich hier Werbung schreiben muss. Ich glaube, ich mache es einfach mal vorsichtshalber. Weil an sich sind es ja auch Marken, die Filme, oder? I don't know. Keine bezahlte Produktplatzierung. Und vielleicht werde ich auch am Ende noch so 2, 3 Serien sagen, die nicht auf Netflix laufen, sondern auf Amazon Prime oder irgendwo anders. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht helfen kann, eure Langeweile ein bisschen zu vertreiben. Ich glaube, ich habe nicht so eine richtige Reihenfolge. Ich kann es mal so ein bisschen probieren. Ich versuche jetzt so vom Schlechtesten zum Besten gehen, aber alles, was ich euch jetzt hier sage, sind meine Empfehlungen. An dieser Stelle schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr damit übereinstimmt oder was ich auch richtig cool finden würde, wenn ihr sozusagen den gelangweilten Dupes-Crew-Membern auch nochmal helft, indem ihr auch nochmal eure Serienfavoriten, vielleicht auch mit Ranking, je nachdem wie ihr wollt, in die Kommentare schreibt. Ich versuche auch zu jeder Serie so ein ganz bisschen was zu sagen. Es sind einige Serien, deswegen halte ich jetzt mal meine Gusche und let's go. Eine Serie, mit der mich, glaube ich, sehr lange sehr viele verbunden haben, ist Riverdale. Aber ich muss sagen, ich feiere die Serie irgendwie gerade gar nicht mehr. Sie ist trotzdem... Mein Fenster ist offen, ich hoffe, das hört man nicht, aber mir ist warm, sagte sie und hatte einen Pullover an. Sie ist trotzdem in meiner Top-Liste gelandet, weil ich die erste Staffel wirklich unnormal gefeiert habe. Die zweite Staffel ging so, dritte und jetzt geht gerade komplett den Bach runter, die Serie. Wirklich, also ich finde es überhaupt nicht mehr spannend. Ich glaube auch, die Serie hat sich selber so ins Bein geschossen, auch weil die Folgen immer nur so 1000 Jahre später rauskommen. Und ich war, wie gesagt, also wenn ihr euch die erste Staffel geben wollt, tut es sehr, sehr gerne. Die war ultimativ geil. Ich war direkt ein Fan, aber danach fand ich es irgendwie gar nicht mehr geil. Es geht da halt um so Highschool-Leute und um einen Mordfall und ja, ist so ein bisschen düster, aber mit Highschool und ich mag diese Kombination immer unnormal gerne. Dann habe ich letztens geschaut, Ich schweige für dich und das fand ich auch sehr, sehr spannend, auch wenn es teilweise ein bisschen vorhersehbar war, aber es war trotzdem irgendwie unterhaltsam und ich finde so, der Style der Serie war irgendwie mal so ein bisschen was Neues. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich, man kann es jetzt nicht so richtig mit irgendeiner Serie vergleichen. Ich fand es ganz cool. Oh, ich bin voll schlecht, in sowas zu beschreiben. Also es geht um so eine Person, die verschwunden ist und so eine kleine Familie sozusagen. Das ist auch so sehr emotional, weil es sehr zwischenmenschlich ist und dann, man muss sozusagen mitraten so ein bisschen, wer wie, mit wem, mit welchem Fall was zu tun hat und so. Wow, ich bin die Beste. Ja, die Beste zum Erklären, aber ja. Eine Serie, die, finde ich, viel mehr Hype verdient hätte, ist How to Sell Drugs Online Fast. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe die, glaube ich, auch an einem Tag durchgeschaut. Freue mich auf eine hoffentlich kommende 2. Staffel. Ich finde, die Serie hat mir so Spaß gemacht zu gucken, weil die Schauspieler irgendwie voll cool waren. Und es war auch mega cool aufgebaut, weil zwischendurch immer so Interviews waren. Und es geht halt, wie gesagt, darum, die haben halt irgendwie so random so einen Drogenhandel aufgemacht, aus dem Kinderzimmer raus und sind da voll abgegangen und haben abgecashed. Also so ein bisschen so eine irreale Situation, obwohl wahrscheinlich gar nicht so irreal. Bestimmt ist hier Heinz-Peter, der das Video gerade schaut, auch ein King in sowas, aber auf jeden Fall mega lustig. Ich finde eh immer sowas voll interessant mit so Darknet und ja. Die stoßen halt auf so sehr viele gefährliche Situationen. Dann Dogs of Berlin. Ich finde, die Serie hat so ein bisschen was von 4Block. Geht so um Clans in Berlin. Beleuchtet aber ein bisschen mehr wieder nicht die Clans, sondern halt die Jäger der Clans. Ja, also so wie man sich das halt vorstellt, da passieren Sachen. Die ganzen Detektive und so müssen das aufdecken. Und ich finde aber halt so Clan-Zeug und mit Berlin, I'm a Berliner Girl, finde ich immer total interessant. Einfach, weil das auch so realitätsnah ist. Also das sind ja Sachen, die hier wirklich jeden Tag abgehen. Und deswegen finde ich es einfach immer umso spannender. Dann mein All-Time-Favorite, Türkisch für Anfänger, Leute. Falls ihr die Serie noch nicht geschaut habt, viele schreiben dann immer so, es ist ein Film, keine Serie. Nein, es ist auch eine Serie und die Serie ist eigentlich noch 1000-mal geiler als der Film. Vor allem, weil es einfach so viele Staffeln gibt. Also es gibt halt mehrere Staffeln, nicht nur einen Film so. Und das ist einfach eine Serie, die geht immer. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich das. Und das kann nebenbei laufen. Das ist einfach so unterhaltsam. Und ich finde, es macht so eine gemütliche Atmosphäre. Also Türkisch für Anfänger kennt, glaube ich, jeder den Film. Aber die Serie dazu ist einfach wirklich
Das ist einfach der Shit. Und ich liebe, wenn ich das Intro jetzt schon so ans Intro denke, dann denke ich einfach an so eine gute Zeit und gebt euch einfach mal. Ich kann es euch nicht beschreiben, halt wie gesagt zwei nicht zwei Generationen, sondern zwei Kulturen treffen aufeinander. Deutsche Kartoffel versus temperamentvolle Südländer. Das ist einfach extremst lustig und so cool und auch richtig spannend. Also man fiebert schon immer so mit und so und auch ein bisschen mit Liebe und I love it. Das ist halt so eine Serie, die so richtig zum Binge-Watchen anregt, finde ich. Also da willst du die ganze Zeit weiter gucken und es macht einfach so Spaß und es kann nebenbei laufen und es ist einfach geil. Dann selbstverständlich Black Mirror. Also das haben bestimmt auch viele von euch schon geschaut. Falls nicht, ich habe das letztens meiner Mutter gesagt und sie war so, oh mein Gott, geil. Also falls du es noch nicht geschaut hast, schau es dir auf jeden Fall mal an. Da ist jede Folge ist halt eine eigene kleine Serie sozusagen. Also jede Folge ist ein Kurzfilm, kann man glaube ich so sagen. Und da passieren immer so Zukunftsszenarien, die vielleicht irgendwann mal, manche hoffentlich nicht, eigentlich die meisten hoffentlich nicht, eintreffen. Eine Serie mit wahrscheinlich den bestaussehendsten Darstellern aller Zeiten, Elite. Ich muss sagen, Marcel zum Beispiel war von der Serie irgendwie gar nicht begeistert. Ich war irgendwie von Folge 1 an, fand ich es richtig cool. Da geht es halt auch um so Highschool. Das ist, spielt alles in der Highschool, aber in so einer sehr elitehaften Highschool. Alle sind sehr rich und das finde ich irgendwie auch, ist immer so was anderes, weil alles da wirklich so übelst fancy aussieht und so. Und das ist halt deswegen auch sehr, so relativ realitätsfern. Es ist so ein bisschen so eine kleine Traumwelt. Nur, dass da halt ein Mord passiert und es geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass manche Leute das dann wissen und manche nicht und dann darf man sich nicht, also dann versuchen die das aufzuklären und ja, auch sehr viel mit Liebe, auch teilweise ein bisschen sexuell, also da geht's schon heiß her und das ein oder andere Höschen wird vielleicht nicht ganz so trocken bleiben, hör mal. Stranger Things, ich glaube, dazu muss ich nichts sagen, auch eine mega geile Serie. Ach man, das kennt doch jeder, das muss ich nicht erklären. Prison Break, ich hoffe für jeden von euch, dass ihr das geschaut habt. Wenn nicht, dann ist das definitiv auch eine Serie, die so krass zum Binge-Watchen anregt. Also da wollt ihr auch die ganze Zeit weiter wissen. Es geht um zwei Brüder, ein Bruder ist halt im Knast und ob berechtigt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und der Bruder versucht, ihn rauszuholen. Und das ist halt super, super spannend und einfach so krass, weil diese Serie immer so richtig viele Plot-Twists hat. Und obwohl, nimm mal das Plot-Twist, auf jeden Fall weiß man immer, man denkt sich wirklich so, keine Ahnung, wie man das jetzt lösen soll. Und die Lösung ist immer so ultimativ krass. Und alles ist da einfach so intelligent und schlau gemacht, dass es einfach so geil ist. Also es ist immer so richtig so, oh geil, dass er das jetzt so gelöst hat. So, weißt du, das ist immer so, das ist einfach so eine richtig geile Serie. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Gefängnisausbruch läuft. Und die Musik von der Serie ist einfach so richtig moody, so richtig goals. Und es gibt auch mega viele Staffeln, was ich immer ganz gut finde jetzt für Quarantäne-Life. Do that. Eine Serie, zu der ich auch mal ein Placement hatte, und zwar Sex Education. Leute, ich finde diese Serie so cool. Das ist auch so eine Serie, die so ein bisschen chilliger ist. Also sie ist jetzt nicht so mega, dass man die ganze Zeit da so sitzt und sagt, aber es macht extremst Spaß zu gucken. Ich finde die Charaktere da richtig cool ausgearbeitet. Das ist halt auch, spielt in so einer Highschool und da ist so ein Junge aus einer relativ verkorksten Familie, beziehungsweise mit seiner verkorksten Mutter. Es ist halt so, dieses Verhältnis zwischen denen ist halt so mega lustig irgendwie und dann ist da halt noch so ein anderes Mädchen und ich bin so schlecht im Erklären. Halleluja. Auf jeden Fall rutscht er rein, so der Schulsex-Ratgeber zu sein, obwohl er selber so gar keine Erfahrung hat und es ist einfach so voll lustig. Also es ist einfach auch so ein sehr unterhaltsame Serie. Und ich liebe bei der Serie die Farben. Also ich finde, das macht irgendwie extrem Spaß zu schauen, weil das Bild immer so voll hübsch ist. You ist auch eine Serie, da geht es um einen Typen, der relativ psycho ist. Ich würde ihn schon dezent psychopathisch-krankhaften Stalker nennen. Was aber einfach auch mega interessant ist, weil ich finde, die spielen mit der Rolle so gut, dass man nicht weiß, ob man ihn gerade mag oder hasst, weil eigentlich das ist das, was er macht, so richtig schlimm. Also der macht richtig schlimme Sachen, das werdet ihr sehen, wenn ihr die Serie schaut. Aber irgendwie findet man ihn auch sympathisch und man will auch irgendwie, dass er glücklich wird. Und ich finde das einfach interessant, in was für einen Konflikt die Serie den Zuschauer bringt. Ja. Und deswegen kann ich sie euch auch sehr ans Herz legen. Viele sagen mir übrigens immer, dass ich aussehe wie die Hauptdarstellerin in der ersten Staffel, diese Beck. Is that true? I don't think so. Haus des Geldes, bitte, bitte schaut diese Serie an. Ich habe mich letztens erst mit einer Freundin unterhalten und die hat es noch nicht geschaut und ich war so, how could you? Ich muss sagen, als die allererste Folge von Haus des Geldes angefangen hat, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, was ist das jetzt? Aber es ist eine so geile Serie und ich glaube auch mittlerweile hat sie jeder geschaut. Dieser Hype, diese Serie ist ja wirklich real. Die neueste Staffel ist auch gerade rausgekommen, aber es ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Top-Favoriten-Serien. Die ist auch einfach so gut gemacht. Das ist so ähnlich wie bei Prison Break, so dieses, es ist so schlau, was da so abgeht und man weiß immer nicht, was die Lösungen sein könnten, aber die Lösungen sind dann so geil und man denkt sich so, ja. Ja, und was ich an der Serie auch so mega faszinierend finde, ist, dass die halt von
Also es geht da halt, für alle, die es noch nicht wissen, es geht da um einen Bankraub sozusagen. Also man sieht es aus der Sicht der Bankräuber. Das ist halt einfach so das Neue, weil normalerweise, man findet jetzt in der Zuschauerposition dann, was die Polizisten machen und so Kacke. Und ja, normalerweise findet man ja, ist man ja auf der Seite von den Polizisten meistens. Und weil die halt die Guten sind. Aber das ist halt so ein bisschen so gegen den Staat und... Ach, das ist irgendwie so ein krasser Vibe von der Serie. Und mein absolutes Top-Favoriten-Highlight, was ihr jetzt auch aus meinem letzten Vlog wisst, Vampire fucking Diaries. Vampire Diaries, Leute, oh mein Gott. Ich habe es aus Langeweile gestartet. Ich weiß nicht, warum ich es vorher nie geschaut habe, aber es hat mich nicht angetönt. Ich dachte mir so, ach, so ein Vampirzeug und keine Ahnung, aus Twilight bin ich rausgewachsen. So dachte ich so. Und dann hatte ich nichts mehr zum Schauen. Die ganzen neuen Staffeln Elite und so waren noch nicht draußen. Und ich habe mir die erste Folge angeschaut und das war einfach nur unnormal geil. Ich habe mich sofort gefesselt, weil es auch dieser Highschool-Vibe ist. Also es spielt in der Highschool, auf jeden Fall in den ersten Staffeln. Und dann, ja, fängt halt ein Mädchen an zu merken, dass Vampire dort leben und niemand anderes weiß es aber. Und immer mehr Leute merken dann, dass es Vampire gibt, manche werden Vampire und so. Und das ist einfach mega cool, wenn man so von Sekunde 1 an sozusagen dabei ist, wie diese Entwicklung stattfindet. Und es ist halt so sehr actionreich auch. Es ist teilweise auch voll brutal, finde ich, wenn man auch sieht, wie Leute da gegessen werden gefühlt. Und es ist schon auch brutal, aber es ist auch sehr viel so mit Liebe und es ist auch extrem spannend. Und es ist auch teilweise auch so ein bisschen schlau, weil... man auch immer nicht weiß, wie rettet jetzt der. Das ist halt so ein bisschen realitätsferner, weil da halt sehr viel mit Magie ist. Also es gibt halt Hexen und es gibt Vampire. Aber es ist trotzdem halt so, ich weiß nicht, ich finde, es gibt einem trotzdem auch gute Moralen mit und so. Und die Serie hat mich einfach so gefesselt und ich, das war eine Serie, wo ich am Ende seit langem mal wieder so richtig geheult habe, weil ich einfach so into it war. Aber zum Beispiel so eine Serie wie Elite begleitet mich so mehr in den Alltag. Also von, ich hatte halt einen Crush auf Damon und so und habe immer von dem geträumt, aber ich denke zum Beispiel, wenn ich so auf der Straße langlaufe, mehr an Elite, weil es realitätsnäher ist als Vampire Diaries. Wow, super interessant, aber Vampire Diaries ist auf jeden Fall mein Top 1 zurzeit. Das will ich jedem empfehlen. Bitte guckt euch das an, das ist einfach geil. Und es ist Binge-Watching des Todes. Ich habe in einem Monat 8 Staffeln Vampire Diaries geguckt, wo jede Folge 40 Minuten lang geht und, oder 45 Minuten und jede Staffel 25 Folgen oder so hat. Also das ist schon wirklich Next Level Shit, wie viel Zeit ich in diese Serie verbracht habe, ja. Noch ein kleiner Einwand, weil mir gerade was eingefallen ist. Nicht wundern über meinen Make-up-Look. Ich habe gerade ein Oster-Make-up in der Story geschminkt. Auf jeden Fall kann ich euch noch Suits empfehlen. Das habe ich zwar nie zu Ende geguckt. Ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall der Anfang ist geil. Also die Serie an sich ist wirklich geil. Ich weiß auch, dass die viele von euch feiern. Da geht es um so eine Anwaltskanzlei und da um so Fälle und so. Das ist halt wirklich auch geil und lustig. Ich bin die beste Beschreiberin immer noch. Und, oh Gott, wie spricht man es aus? Das ist Insatiable oder so. Und da geht, das ist eigentlich so eine Comedy-Serie, würde ich sagen. Aber die ist auch zwischendurch so voll brutal. Also da passieren auch very crazy Sachen. Ich habe sogar von der Serie Albträume bekommen, muss ich sagen. Weil die ist irgendwie so übelst lustig, aber auf so einem ganz weirden Modus. Und es geht halt um so ein Mädchen, die sich mit einem, also die wird gemobbt und war früher mega dick und ist jetzt dünn. Und die weiß das über sich gar nicht so richtig, dass sie so geil aussieht und so. Und dann lernt sie halt einen Typen kennen, der so Schönheitswettbewerbe macht und so. Und ja, es ist einfach lustig. Das kann ich euch auf jeden Fall ins Herz legen. Es ist, glaube ich, auch eine gute Serie, die man jetzt in der Zeit gucken kann. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch einwerfen. Jetzt eine Serie, ich weiß gerade gar nicht, ob die auf Netflix läuft oder auf Amazon Prime, aber How to Get Away with Murder, falls ihr diese Serie noch nicht geschaut habt, die ist so unnormal krass. Also wirklich, das ist auch eine Serie, ich würde sie wahrscheinlich auf Platz 1 setzen, wenn endlich die neue Staffel rauskommt. Ich weiß nicht, wie lange ich schon auf die neue Staffel warte, also es ist wirklich geisteskrank. Aber diese Serie hat mich und Marcel auch so gecatcht, die war so spannend. Das war wirklich, sobald eine Folge zu Ende war, warst du so, oh Mann, nein, ich muss weitergucken. War bei Vampire Diaries, by the way, auch so und bei Prison Break auch und... es ist fast bei jeder Serie so. Aber es ist auch so schulmäßig. Geht um eine Schulklasse oder nicht, Studenten sind es, glaube ich. Die studieren alle Jura, soweit ich weiß, Rechtswissenschaften. Ja, und die haben halt so eine bisschen bossy Lehrerin oder Tutorin. Und die stellt dann halt ein paar Schüler ein. Und dann werden die aber sehr schnell in wirklich schlimme Fälle verwickelt. Und ja, eventuell begehen sie dann auch selber schlechte Taten und müssen das selber so ein bisschen vertuschen. Und das ist einfach wirklich unnormal spannend und krass. Dann natürlich 4Blocks. Ich habe es schon erzählt, das ist auch eine Serie, die dreht sich um Clans in Berlin. Und ist auch sehr, sehr geil gemacht. Ich weiß, dass es auch noch eine Serie gibt, die Skylines heißt und auch so ähnlich sein soll. Aber irgendwie hat mich da bis jetzt
Ich habe 2 Folgen geschaut, es hat mich nicht so gecatcht. Vielleicht sollte ich es tun, ich weiß nicht. Ich mag halt so Clan-Zeug in Berlin und so, also als Serie. Und dann You Are Wanted von Matthias Schweighöfer fand ich auch richtig interessant. Da ging es darum, dass er so ein bisschen gehackt, kann man auch nur halb gehackt werden. Er wurde gehackt irgendwie und ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Das war auf jeden Fall auch so mit so Hackern und er musste so dagegen vorgehen und dann, wie war das denn dann weiter? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber schaut euch einfach mal You Are Wanted von Matthias Schweighöfer an. Das ist auch eine krasse Serie, finde ich. Dann so eine chillige Serie, die ich euch auch empfehlen kann, ist Pastewka. Ich weiß nicht, das ist einfach so eine Serie, die kann man auch nebenbei laufen lassen. Die kann man zum Einschlafen schauen, wenn man isst oder so. Pastewka finde ich auch einfach voll unterhaltsam. Marcel hat mich da so ein bisschen rangebracht. Ich glaube, ohne Marcel hätte ich das niemals geschaut. Es ist aber einfach lustig, weil diesen Pastewka passiert einfach so viel Scheiße. Das ist halt so mäßig der egoistischste Mensch aller Zeiten und der handelt immer nur so in seinem Wohl. Aber es ist irgendwie so mega lustig, in was für Situationen er damit immer kommt. Und deswegen finde ich das auch sehr unterhaltsam. Und ich glaube, das waren meine favorite Serien zurzeit. Falls ich euch jetzt inspirieren konnte, eine der Serien zu schauen, markiert mich sehr gerne in euren Stories oder Instagram-Posts oder was weiß ich auf den Bildern und dann schaue ich mal vorbei, reposte alles. Also falls ich euch inspiriert habe dazu, eine neue Serie zu starten, dann hit me up. Falls ihr jetzt denkt, ey, bei deinem Geschmack, du musst noch das und das und das schauen, dann schreibt mich sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure ganzen Nachrichten und dann würde ich sagen, sehen wir uns für das nächste Video wieder. Ciao!